Der Wille Gottes führt dich nie zu einem Platz, wo Gottes Gnade dich nicht beschützt. Wille und Führung Gottes, das sind so zwei Dinge, die kriegen wir nicht immer im Leben auf Reihe. Wille Gottes, mitgeteilt in der Bibel, das hat viel zu tun mit dem moralischen Willen Gottes, wie wir leben sollen, wie wir uns verhalten sollen. Und Führung ist so das ganz Persönliche, wie Gott uns durchs Leben an verschiedene Orte bringt. Und oft kriegen wir diese Dinge nicht zusammen. Und jemand hat einmal gesagt, das Leben ist für den einen wie ein Schachbrett. Er meint, jeder Lebensschritt muss wie ein Zug auf dem Schachbrett sein, damit ich immer genau da bin, wo Gott mich haben will. Und andere sagen, nee, das Leben ist wie ein Theaterstück auf einer Bühne. Du kriegst ein Drehbuch, einen Text in die Hand gedrückt und dann gesagt, hier, gestalte das, lebe dein Leben. Gott ist an deiner Seite und er wird mit dir sein. Die Frage ist, wie leben wir das Leben und wo landen wir damit? Ein Manager wurde einmal gefragt von einem jungen Mann, der auch gerne Manager werden wollte. Er sagte, Sie sind so erfolgreich, wie machen Sie das? Und er sagte, indem ich richtige Entscheidungen treffe. Er fragte weiter, wie können Sie richtige Entscheidungen treffen? Er sagt, das kommt aus der Erfahrung. Ja, und wie gewinnen Sie die Erfahrung? Ja, sagte der Manager, das kommt von den verkehrten Entscheidungen. Die gehören auch zum Leben. Ich kann natürlich hingehen und selbst meine eigenen Erfahrungen sammeln. Oder ich gehe hin und sage, da ist jemand, der kennt alles, der weiß alles, der hat einen viel tieferen Fundus an Erfahrungen und der möchte mich führen und dem vertraue ich mich an. Es heißt im Buch der Psalmen, erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen, das sind die Menschen, die mit ihm leben, wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Wer mit Gott das Leben geht, der wird merken, dass das Leben manchmal ist wie ein handgeknüpfter Wandteppich. Auf der Rückseite kriegst du die Fäden zu keinem Bild zusammen. Das geht kreuz und quer über diesen Teppich. Richtig bunt und durcheinander. Aber wenn du ihn umdrehst, siehst du auf einmal ein perfektes Bild. Und so ist das mit Gott. Wenn wir mit ihm die Aufgaben angehen, die vor uns liegen, dann merken wir, wir kommen immer an den Ort, wo er uns haben möchte. Er beschützt uns. Ich war einmal in Kanada und sah an der Autobahn dort rechts ein riesiges Schild. Da stand drauf, you never walk alone. Ich dachte sofort an den ersten FC Liverpool. Das ist ja dem ihre Hymne, you never walk alone. Wer das einmal mitgehört hat, wenn die das im Stadion singen, faszinierend. Aber bei diesem Riesenposter stand nicht unten drunter erste Liverpool, da stand drunter Gott. Das ist Gottes Zusage. Wir sind nie allein. Er führt uns. Und wo er uns hinführt, da sind wir auch sicher.